Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Monkey City. So, es wird jetzt schon ein bisschen schwierig. Wir müssen die Attacke hier abwehren. Ansonsten ist die automatisch verloren. Werden wir probieren. Das Territory hier einnehmen links unten, das wird nicht klappen. Da hat einer richtig Gas gegeben. Also Level 50 werden wir nicht schaffen. Da müssen wir erst ein bisschen aufleveln. Gerade was getrunken und wir sind Level 22, sehe ich. Freude, Freude, Eierkuchen. Das ist natürlich super. Victory! Ja, wir haben es dem gegeben. 24 Honor kriegen wir. Und nochmal Victory! Ja, Mann! So. Der hat es leider geschafft, zu entkommen. So, ich kann keine Revenge machen. Wir haben hier keine Ding. Aber wir haben gut City Honor gekriegt. Das passt, das passt. So, Leute, jetzt gehen wir ein bisschen kassieren hier. Ja, unsere City ist jetzt natürlich beschädigt hier. Das ist natürlich ein Scheiß. Aber es geht, es geht. Es könnte schlimmer sein. Das hier wird bald fertig sein. So, ich nehme jetzt mal dieses Bluntonium hier auf. Und wir werden eine Runde deffen. Das müssen wir sowieso machen. Wie sieht's hier aus? Das ist sehr schwer. Und was hat man da noch? Wir hatten da noch was. Nochmal hinter. Da war nur was. Was ist mit dem? Jo, das ist hart. Das ist machbar. Ich würde sagen, das probieren wir. Weil ich möchte dem dann eine schöne Revenge reindrücken. So, oh nee, das ist verboten. Okay, passt auf, Leute. Wir haben jetzt doch den Zauberer. Das ist verboten. Wie sieht es denn mit der Spike Factory aus? Da sind zwei kaputt, aber das ist egal. So, eine Spike Factory. Einen Boomerang Tower. Der macht sich hier ganz gut. Auf den stärksten soll er gehen. Wir nehmen einen Ice Tower. Der kostet nicht viel und hat eine schöne Wirkung. Einen zweiten Ice Tower. Gleich da unten. Ich kann ja schon mal anfangen und wir überlegen nur, was wir machen. Ich würde schon mal Richtung Stahlbluns gehen. Das ist am besten, glaube ich. So. So sieht das hier nicht so schlecht aus. Die werden schön eingefroren. Dann kommen die schön langsam immer nach unten. So geht das. So, wir sind am Geld kassieren sozusagen. Ich möchte hier gleich was gegen Stahlbluns haben. Wir haben 25 Waves und ja, danach schauen wir mal sozusagen. Jo, den hier kann ich nur gratis haben, das habe ich vergessen. Das sollte man natürlich benutzen. Wenn nicht, ist man doof. Wenn man schon was gratis kriegt. Das extra haben wir. Also es ist grundsätzlich machbar, sage ich mal, dass wir das schaffen. Jetzt müssen wir natürlich nur schauen, dass wir zuerst was gegen Stahlbluns haben. Und dann sollte das eigentlich rocken. So, ich nehme mal das. Wir haben schon was gegen Stahlbluns sozusagen. Jawohl, dann machen wir das hier zuerst. Das geht. Kommt aber ein bisschen viel nach hinten. Wir sind schon in der Wave 4, sehe ich gerade. Deswegen, deswegen. So, dann müssen wir hier ein bisschen Gas geben. Spec Factory kriegt mir zu viel zu tun. Das passt mir nicht. So, jetzt haben wir den auf 3. Als nächstes ist der da dran. Wir sind in der Wave 4 immer noch. Also stoßweise geht es ganz gut. Ich will jetzt diesen Boomerang hier endlich upgraden. Das sind schon Stahlbluns. Das passt mir auch nicht ganz, aber die haben wir schön zerfetzt. Ja, zumindest glaube ich, dass ich welche gesehen habe. Ich glaube, wenn die gefroren sind, können wir die auch ploppen. Bin mir jetzt nicht sicher. Wenn sie so langsam runterkommen, geht es besser. Ist zwar ein bisschen zeitaufwendiger, aber dafür kommt nicht ein riesen Stoß an. Also die zwei Eistore hier sind jetzt nicht so schlecht. Die Range ist gut hier. Das ist in Ordnung. So, wir können den jetzt mal langsam. Wir können den hier upgraden. Das ist ganz wichtig. Ja, ihr seht schon warum. Als nächstes ist die Spike Factory dran. Einfach aus Sicherheit würde ich hier gerne ein bisschen upgraden. Und ich möchte auch sehr viel mit denen hier arbeiten. Weil wie gesagt, die sind günstig, ne? Billige Tower sozusagen. Nehmen wir gleich noch einen. Dann gehen wir hier hin. Und schön upgraden.
Das ist ein bisschen langsamer wie üblich, aber dafür kommt auch nicht so ein Riesenstoß nach unten. Ist eigentlich auch in Ordnung. Zwecks Sicherheit ganz in Ordnung. So, die Camouflags können nicht gefroren werden. Die gehen so oder so durch. Jetzt habe ich einen zweiten hier mit den drei Nagelwerfern. Das geht. Dann machen wir hier hinten ein bisschen mehr Spikes. So. Also die Spike-Produktion hier angehoben. So, was machen wir jetzt, Leute? Lasst mich kurz gucken. Wir haben eine große Auswahl. Den könnten wir auch mal nehmen. Ist vielleicht wirklich eine gute Idee. Und zwar nehmen wir den, der hier. Der haut nämlich auch richtig gut rein. So, jetzt warten wir wieder auf 7-10. Da kommen Stahlbluns. Die sind gleich alle weg. Läuft. Ja, derzeit noch keinerlei Gefahr. Bis Wave 25 wird aber nur einiges auf uns zukommen. Ich würde auch gerne einen Sniper voll upgraden, aber das ist halt so eine Geldsache. Ich nehme nur so einen da. Wie gesagt, gut und günstig, diese Tower. Also Preis-Leistung wird dem auf jeden Fall okay. Ah, das sieht man bei den Herzen. Die Herzen müssen weg, die sind immer das Gefährliche. Und wenn die mal weg sind, dann geht's eigentlich. So, ich nehme jetzt nur so einen Klugander, der soll auch auf den stärksten gehen hier. Der auch passt. So, das sind so Kleinigkeiten, dass der ein bisschen langsamer hier runter geht. Ja. Oh, läuft soweit. Dann würde ich sagen, Spike Factory for the win. Ich nehme jetzt die dicken Spikes schon mal. Und dann werden wir die auf Max. Ihr seht, jetzt kommt ein bisschen mehr hier. Aber es ist erträglich. Absolut kein Problem. Die kommen nicht mal an bei der Spike Factory. Aber man muss natürlich noch mehr machen. Das ist klar. So. Dann nehmen wir den da noch. Und dann nehmen wir gleich einen fünften noch. Dann gehen wir hier hin. Ja, wunderbar haut es hin, Leute. Wunderbar. So, jetzt sparen wir wieder ein bisschen Geld. Schauen wir mal, was wir machen können. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt mal einen Sniper. Dann gehen wir da runter, zwecks Übersicht. Da hat er seine Ruhe. So, der macht jetzt mal Stahlblumen weg. Kriegt natürlich auch noch die anderen Upgrades, ist klar. Rechts noch das Camouflage-Upgrade. So, jetzt macht er auch die Camouflags. Kann man vorläufig mal arbeiten. Ich brauche was gegen Keramiks hier. Ein zweiter Boomerang muss auf jeden Fall jetzt sein. Und zwar voll abgegradet. Da kommt ein bisschen viel nach hinten. Das ist gar nicht gut. Das ist sehr viel. Oh, das ist böse. Aber wir haben es noch aufgehalten. Allerdings kommt da nochmal sehr viel. Oh, jetzt geht's durch. Oh, scheiße. Ah! Wir haben es nicht geschafft, so ein Scheiß, ey. Diese Drecksherzen wieder. So, dafür gibt's eine Revenge, Junge. Du kriegst jetzt ordentlich hier. So. Bosse kann ich noch nicht. Der kriegt eine ordentliche Revenge von uns. Oh, haben ein bisschen City Hunter verloren. Was sollen wir machen? Den Angriff hier, den werden wir sowieso nicht schaffen. Da geben wir gar keine Illusion. Das ist ein unplatzbarer Angriff. Oh, ich krieg das hier. Das ist natürlich was anderes. Dann nehmen wir dann gleich zwei. Kann ich denn nicht? Ich habe den jetzt blöd gesetzt. So, machen wir das so. Das ist nicht so ganz das, was ich hier möchte. 7, 5 und... Was? Komm, 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 komm. So, jetzt haben wir eine Spike Factory. Sehr schön. Ich hoffe, die macht jetzt schnell genug hier Spikes. Da muss man nachlegen. Mehr habe ich nicht. Es gehen jetzt einige durch, ich weiß. Aber dafür geht es sich geldmäßig hier aus. Das ist einfach sauknapp, ich weiß das.
Aber wir brauchen hier einfach Geld, Geld, Geld und dann alles andere. So, jetzt brauchen wir aber wirklich noch was, weil das geht hier brutal durch sonst. Das ist blöd. Ich glaube, ich mache hier ziemlich Blödsinn gerade, aber naja. Ja, es ist Epic Fail. Ist eh unplatzbar. Also ich habe eh nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen. Ich muss einfach viel Geld haben, weil sonst können wir das hier nicht schaffen. Und da wird es natürlich alles durch hier, weil ich jetzt gar nichts hier kriege. Es ist scheißegal. Haben wir es vorbei. Ich habe eh keinen Bock auf unplatzbar hier. War zu schwierig, der Angriff. Scheiß drauf. Soll er sonst wohin schieben? Ist egal. Verlieren wir ein bisschen City Honor. Das holen wir uns schon wieder. Also, da gebe ich mir gar keine Mühe, weil es bringt es nicht, dass du dich da bemühst, weil das schafft man sowieso nicht. So, fertig, aus, Ende. Das geht auch anders, Leute. Ist mir scheißegal, ob die Stadt beschädigt ist. Wir kriegen es sowieso wieder hin, ne? Also, beim nächsten Mal einlocken ist es eh wieder da und passt. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen ist mir wurscht an, aber es ist mir auch scheißegal, weil, wie gesagt, wir kriegen das schon hin. Und bei so einem unplatzbaren Angriff, da muss ich nicht die Zeit verschwenden, weil das schaffen wir sowieso nicht. Ist viel zu schwierig. Dann nehmen wir lieber was ein, was einen Sinn hat. Und da haben wir mehr davon, würde ich sagen. So, wir nehmen hier Gebiete ein, holen uns Bluestones und Co. So. Ein so ein Ding können wir uns nehmen. Zwei vielleicht sogar. Hm, geht sich aus. Dann haben wir einen so ein Dings da. Und wir nehmen noch einen den da. So, der kann hier Gas geben. Und let's go, sage ich mal. Nonstop Wave 1 von 25. So, diesmal wird es besser gehen, weil jetzt haben wir ja diesen Ninja-Fuzzi hier unten. Ist noch keiner durchgegangen, also von daher passt es. So. Bananenfabrik mache ich nachher. Wir machen das jetzt zuerst die Bananen hier, weil wir brauchen wirklich Geld. Also ich habe hier nur eine Minimumverteilung jetzt sozusagen, Verteidigung. Ist wirklich nur auf Minimalbasis, aber es reicht vorerst mal. Bis wir hier jetzt was machen können. So, und jetzt sparen wir auf die Spec Factory. So weit haut es hin. Die werden wir auch gleich haben. Ich glaube 97 oder was die kostet. 785. Ende Wave 3 haben wir die. Ist noch keiner durch, also haut hin. So, jetzt haben wir die Spec Factory. Jetzt geht es ein bisschen leichter. Die gebe ich gleich mal hier hin. Und die müssen wir auch gleich upgraden, sonst wird das hier böse. So, ein paar sind jetzt durch. Ich hab's gesehen. Aber ist wurscht. Ja. Das Problem ist, ich krieg schon wieder keine Bluestones und wir brauchen Bluestones. Ich fange mal an. Das ist mal zu blöd einfach. Wir brauchen scheiß Bluestones, ansonsten brauchst du es nicht machen. So, dann machen wir das anders. Nehmen wir mal so eine verschissene Spike Factory hier. Ich bin jetzt schon ein bisschen genervt, weil es funktioniert nicht so ganz, wie ich will. Das geht mir ziemlich am Arsch gerade. So, jetzt haben wir so eine scheiß Spike Factory. Vielleicht geht's jetzt besser, ne? Dann kaufen wir halt nachher jetzt die zweite Bananenplantage und fertig. Ich hoffe, das funktioniert so jetzt wenigstens. Jetzt sieht es zumindest ein bisschen besser aus. Wie viel kostet die? 69, okay. Habe wieder nonstop vergessen. Nein, funktioniert überhaupt nicht gerade. So, okay, jetzt haben wir die zweite. Hoffentlich geht das jetzt besser hier. Sieht zumindest ganz passabel aus. Ich denke, da wird uns nichts ans Bein pissen. So. Als nächstes den Bumerang. Der sollte noch mit. Oh, wow, 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 wow. Ja, die ersten. Wieder fickt euch, wirklich. Wegen zwei, drei Trotteln hier, Mann.
Eine richtige Negativserie, so eine verschissene. Ja, Pechsträhne hochzählen. Jetzt ist wieder diese blöde Farm da unten. Ne? So. Und ich hau das jetzt hin, dass nicht wieder die Hälfte hier durchgeht. Ne? Das kann ich nämlich nicht brauchen. So. Dann nehmen wir irgendwas. Wir brauchen hier Power. Nervtötend gerade. Es funktioniert einfach nicht, wie man es will. Es ist einfach knapp, ist mir klar. Aber wegen einem Scheißblumen, so viel Pech kann man doch gar nicht haben, ey. So richtig eine Scheiß-Negativ-Serie wieder, eine verschissene. Und dann vergiss ich das hier wieder. Boah. Am besten ist ich scheiß für heute drauf. Wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Ja, es nervt. Ihr hört es raus. Es nervt gerade richtig. Auch das Spiel hier kann nerven, und zwar gewaltig. Einfach demotivieren. Wenn es wirklich um ein dreckiges Haar sich nicht ausgeht, dann geht euch das so am Piss, das könnt ihr mir glauben. Dann geht euch das so am Sack hier. So, was nehme ich jetzt für einen Scheiß-Tower? Am besten den da. Wird eh wieder durchgehen. Es wird wieder. Ich leck mich da am Arsch jetzt. Jetzt nehme ich hier diese zusätzlichen Dreckspikes hier, weil sonst geht wieder was durch. So, wir machen das jetzt so. Ich scheiß drauf. Ein bisschen dazulegen hier. Und dann geht das. Und sonst gehen die wieder hier durch. Und da habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt kommen wir mal klar. Jetzt nehmen wir... Ich würde den gern haben hier. So, Junge, du musst die jetzt aufhalten hier. Okay, wir sind aus dem Gröbsten raus. Es ist ein bisschen blöd, ich weiß. Ja, ich mit meinen Farmen hier, aber wir brauchen das Geld. Sonst schaffen wir das, ne? So. Jetzt können wir den hier ordentlich upgraden. Jetzt kommt schon einiges hier. Haut gerade nicht hin, so eine scheiß Negativserie. Wir haben wirklich Pech gerade. Musste sich schon dreimal neu starten, den Scheiß hier. War wirklich eine Drecksmap auch. Ich mag den nicht. Die blendet hier auch so viel, dieser blöde Lavanebel. Ist richtig ungut. Ich brauche irgendwas gegen Stahlblunz. Was nehmen wir denn da? Wollen wir kurz hier klarkommen? Was nehmen wir gegen Stahlblunz? Hm. Bleibt mir eh nur der Sniper oder Spike Factory, weil alles andere ist ja hier nicht erlaubt. Das ist richtig scheiße. Ich muss einen Sniper nehmen. Gut, nehmen wir einen Sniper. Soll so sein. Geht halt nicht anders. Die Stahlblunz haut der weg. Das reicht ja mal vorerst. So. Dann upgraden wir die Spec Factory. Jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Also man kann Glückssträhne haben, Pechsträhne haben. Wir hatten dummerweise vorhin eine Pechsträhne. Richtig ekelhaft. Sowas ist echt ekelhaft. Das demotiviert auch und nervt richtig, sowas. Man kann ein, zwei Mal verlieren, ist kein Problem. Aber dauerhaft scheiße, das geht einem schon ein bisschen. So, gegen Stahlblunz habe ich da hinten jetzt sowas, bei der Spec Factory. Jetzt schauen wir, dass wir die noch ordentlich upgraden hier. Dass wir mehr Spikes kriegen. Haben wir. Aber ich würde nur irgendwas gegen... Wir müssen die Kanone nehmen, weil anders ist es blöd mit den Stahlblunz einfach. So, dann nehmen wir diese fette Kanone. Gehen wir hier hin. Soll auf den stärksten gehen. Stahlblunz werden jetzt schon kaputt gemacht, das haut hin.
Und ich nehme diesmal die linke Seite. Weil Bosse werden hier keine kommen, denke ich. So. Jetzt haut's das richtig auseinander. Das hilft auf jeden Fall. Können wir den hier upgraden. Für den Rest, was nur durchkommt. Was nicht mehr viel sein wird. Ihr seht, die Kanone hier, die haut jetzt richtig gut rein. Das läuft. Da rumst's überall. Richtig geiles Kanönchen. So, und jetzt werden wir den Sniper dann noch upgraden hier. Ja, haut wunderbar hin. Kommt sogar mit den Herzen hier klar. Was mich schon wundert, aber es geht einwandfrei. So, was ich jetzt noch machen könnte, ist zwei so Bananenfarmen nur kaufen. Immer noch mehr Geld. Wir sind in Wave 14, also wenn ich es nachher verkaufe, das rentiert sich auf jeden Fall dann. So, jetzt haben wir vier davon, das reicht. Schon abgegradet. So. Der Sniper braucht vorne nur ein Upgrade, dann haut das hin. Oh, oh, oh. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.